Das letzte Mal bei Resident Evil. Und so geht es weiter. Das klingt so gefährlich. Oh mein Gott, Musik, beruhig dich. Willkommen zurück zu Resident Evil. In der letzten Folge haben wir verschiedene Disketten gefunden. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir das hier nicht brauchen werden. Und ich habe das Gefühl, dass wir das hier nicht brauchen werden. Und ich habe das Gefühl, dass wir die andere Diskette brauchen werden. Wisst ihr was? Ich nehme die, glaube ich, einfach mal mit. Moment, wo ist die? Da unten. Jetzt haben wir drei Mo-Disketten. Aber wo kommen die rein und was sollen wir tun? Ich habe leider die Kommentare nicht gelesen. Vielleicht ist es auch gut so, dass ich die Kommentare nicht gelesen habe. Denn, sonst hättet ihr mich wieder gespoilert, ihr Ärsche. So. Wo zum Teufel renne ich hier hin? Nur so nebenbei? Das ist falsch. Oh Mann, Jill! Komm schon, blamier uns nicht. Also, meine Theorie ist, dass ich aus Versehen zu früh abgebrochen habe. Obwohl die Türen schon, also ich muss die Türen öffnen. Aber habe zu früh abgebrochen. Kann es sein, dass es daran liegt? Ich glaube schon. So. Heute ist ausnahmsweise auch mal alles schön belichtet. Hallöchen, ich bin der Holly. Und du? Morgen ist Valentinstag und was macht ihr? Ich überlege, morgen auch zu streamen. Für die Leute, die kein Date haben oder sonst was. Ich bin bei euch. So, warte mal. Genau, wir hatten ja hier noch in diesem Raum diverse Rätseleien. Diese Tür ging auf jeden Fall nicht auf. Jetzt geht sie erst auf. Das heißt, wir müssten jetzt etwas hier tun. Was ist das? Miaut meine Katze? Ich glaube, ich muss meine Katze rauslassen. Tut mir leid, ich habe sie vergessen rauszulassen. Ich muss gleich. Katze ist draußen. Eingabegerät für den Passcode. Verwenden? Nein, weil ich nicht weiß, was der Code ist. Was habe ich hier übersehen? Warte mal. Der Film ist eingelegt. Ansehen? Ja. Werbematerial zu den Bio. Bababa. Was hat das zu bedeuten? Cerberus. MA 39. 39? 03? 121. 002. Entwicklungsteam. Ah, Mann, warte mal. Ich schreibe mir ganz kurz die Nummer von diesen Mistviechern auf. Moment. Ja, also, pass auf, hier. Einmal haben wir die 39. Ich lasse mal auch die Nullen weg. Weil das passt sonst alles nicht rein. 39, mache ich mal 03. Hier könnte es vielleicht passen. 1, 2, 1, das würde nicht mehr passen. 1, 2, 1. Und 002, das ist schon zu viel. Ich nehme mal nur die 2. Okay, haben die etwas zu sagen, außer dass sie sehr komisch aussehen? 8, 3, warte mal, wo ist der Code? Ich habe ihn richtig aufgeschrieben, ne? 8, 3. Ja. Finden wir vielleicht irgendwelche Zahlen wieder? Nein. Gott, ich denke, zu kompliziert, oder? Ich will hier irgendwelche Zahlen wiederfinden und was weiß ich. Beruhig dich mal. Was ist das hier drüben? Aha. Nichts Wichtiges zu geben, sagst du? Na, wenn du das so sagst, Jill, dann hast du wahrscheinlich Ahnung. Gut. Pass auf. Dann lass uns das mal versuchen, mal eben. Ja, verwenden. Also, ich gebe einfach mal 8, 3. Ne, das passt nicht. 17. Error. Das kannst du knicken. Ne, ne, ich dachte gerade, vielleicht müssen wir die Zahlen einsetzen, die nach am Ende nicht... Aber was ist das am Ende? Was hat das zu bedeuten? 8, 3, 4, 1, 7, 0, 6, 2, 3. Ich habe keine Ahnung. Lass uns einfach mal weitersuchen. Kann sein, dass wir in dieser Folge so gut wie gar nichts erreichen. Hey, dann tut's mir leid. Dann tut's mir leid. Zombies. War das hier mit diesem... Warte mal. Genau, hier war... dieser Schüssel und das hier geht nicht auf. Kann ich da die Disketten einfügen? Sind doch drei Stück. Nein, geht nicht. Und hier drin war, ich habe schon alles vergessen, wo was ist. Tut mir leid. Wartet, wartet, habt Geduld mit mir. Oh, hier waren wir gar nicht? What the fuck? Bierfilter. Bye.
bye. Fax. An Säuberungsabteilung zu HD-Manager Säuberung von Raccoon-Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Dritte ist durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieser Fax umgehend zu vernichten. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Viruses wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurden vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht daher die unmittelbare Gefahr, dass unsere Geheimdienste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Um einer Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist daher mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind. So, und was unterstreichen Sie doch den Erfolg unserer Forschung? Es ist daher unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Ach, diese Schweine. Was haben wir hier? Ein Übertragungsgerät für den Passcode. Sicherheitssystem. Mit einer MO-Disk könnten Sie den Passcode an das System übertragen. Ich habe hier sowas von Disketten. Nice. Alles klar, dann packen wir die nächste rein. Wie, es geht nicht? Okay, konnten nur eine benutzen. Aber hey, guck mal, jetzt haben wir hier einen Dia-Filter gefunden. Hinter dieser robusten Tür scheint etwas zu geben, aber was? Öffnen? Oh, ja. Achtung. Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Sieht aus wie ein Nacht... Was? Nachttankgerät? Was? Nachtankgerät? What the fuck? Okay, da können wir etwas nachtanken. Alles klar. Fassen Sie lieber nicht an. Ja, das ist auch gut so. Lieber nicht anfassen hier. Nicht ganz menschlich, das abgebildete Skelett. Lass uns das hier mal kurz mitnehmen. Ja, legen wir dann einfach ab. Wir müssen eher einmal zurück, glaube ich. Oder zuerst einmal zu diesem Videoteil-Dingsbums. Hebel zum Öffnen der Türschlösser. Sieht brauchbar aus. Umlegen? Ja. Ja, eins ist jetzt aktiviert. Okay, gibt es mehrere Übertragungsteile oder was? Warte mal. Ich muss jetzt hier hin. Doch, ich muss jetzt hier hin, genau. Ich bin so durcheinander, ich weiß nicht. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Filter irgendwo einsetzen. Wo waren wir? Ach klar, oben war's. Ich habe gerade überlegt, hey, wo war denn das nochmal, dieses Labor mit dem Passcode und sowas? Das war oben. Verdammt, wir müssen hier durch. So. Und hier lang. Genau, da oben war's. Ich glaube, wenn wir den Filter jetzt drüberlegen, sind nur bestimmte Zahlen irgendwie vorhanden. Schauen wir mal, welche. So. Wir rennen auch danach nochmal zurück und legen dann diverse Sachen ab. So, lass uns den Filter drüberlegen, mein Guter. Meine Guten. Weißt du? Darin sind rote Dias, sie sind leer. Okay, rote Dias. Nein. Ja, jetzt geht's. Ja. Jetzt. 8462.
Nice. 8462 ist die Lösung. Sehr schön. 8462. 8462. 8462. So. 8462. Baby, yes. Ah, jetzt öffnet sich die Tür. Und ein weiterer Passcode, oder? Nein, sah so aus. Eine Art Gerät zur Bildbearbeitung. Wahrscheinlich können Sie damit Kenneths Film ansehen. Film ansehen? Das soll eine Spezialeinheit sein, ganz ehrlich, Mann. Nein, nicht ansehen, das reicht mir. Okay, das ist alles gleich, alles klar dann. Nein. So, da liegt was auf dem Tisch, ich weiß. Laborschlüssel, okay. Passiert doch gleich was. Nein. Okay, wir haben den Laborschlüssel. Hm, welche Tür könnte damit aufgehen? Frage ich mich gerade. So, dann lass uns mal eben Sachen ablegen, wie ich eben gesagt habe. Renn, 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 renne meine Gute. Renn, 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 renne meine Gute. Schon ein bisschen nervig, die Türen, oder? Es hat schon eine coole Atmosphäre, aber wenn man verwöhnt ist durch Resident Evil 4 zum Beispiel, wo man einfach quer durch alle Türen rasen kann und was weiß ich, das war schon, das ist schon ziemlich geil, muss man zugeben. Okay. Den Rest nehme ich aber mit. So, haben wir hier gleich keine Schrotflintenmunition mehr. Gut. Jetzt haben wir den Laborschlüssel und müssen jetzt das Labor finden. Und in diesem Labor ist sicherlich ein, Übertragungsteil. Womit wir einen weiteren Passcode finden. Und die Tür aufschließen können. So. Dann lass uns mal schauen. Ja. Jetzt gleich auf der Karte gucken, wo hier rote Türen sind. Da ums Eck. Ja, das wird's wohl sein. Nein! Du bleibst liegen. So. War die verschlossen? Nein, die war offen. So, hier. Yes! Wie, den brauche ich noch, oder was? Den Laborschlüssel brauche ich noch? Oh, man. Ich habe keine Heilung. Was sind das für Geräusche, Mann? Was ist da? Was ist das? Meine Fresse! Das ist irgend so ein mutiertes Teil! Komm jetzt so eine Enkelchen von denen oder was? Festgerostet und bewegt sich nicht. Na super. Opetisch ist voller Blut. Das Blut sieht nicht aus, als käme es von einer Operation. Also laut sagen. Okay. Wir müssen anscheinend einen weiter. Okay. Nichts los. Kommt bestimmt gleich einer noch reingehüpft. Nein, damit. So, der soll jetzt ruhig kommen, der Nächste. Oh, ich hatte ihn schon ausgerüstet. Ein Übertragungspark. Genau, 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 genau. Ja, 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 ja. So, setzen wir ein. Und die nächste Tür ist offen. Die linke. Ja.
Batteriepack mitnehmen, ja. Gut. Oh, das können wir schieben. Schön. Da ist ein Shortcut. Tatsächlich. Gut. Hätten wir das auch geschafft. Jetzt fehlt nur noch... ein Passcode. Nice. Nice, nice, nice. Was hinter mir ist eine verschlossene Tür? Da hinten? Ah, sieh an. Alles klar, ja, ablegen. Sehr gut, die habe ich gar nicht gesehen. Na, welche Gefahren hast du hinter dir? Tür, welche Geschichten erzählst du? Festgerostet, ach so. Aha, hier drüben ist etwas verschlossen. Der Aufzug funktioniert nicht. Anscheinend müssen sie den Schalter auf der rechten Seite aktivieren. Für den Aufzug Schalter drücken, ja. Anscheinend gibt es keine Stromzufuhr. Wen wundert's? Die Stromzufuhr, das größte Problem hier. Oh, die Musik. Ah, die Musik. Ist weg. Ah, deswegen. Verstehe. Gut, sehr schön. Ja, das nehmen wir mit. Schrotflintmunition, Hallöchen. Und ein Farbband um zum Spray. Perfekt. Nice. Hol's dir. Ja. Gut, ja, lass mal speichern ganz kurz. Cool. Ja, 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 möchte ich. Möchte ich, möchte ich, möchte ich. Das kam jetzt ein bisschen unerwartet, muss ich schon sagen, ehrlich gesagt. So. Ja, speichern beendet. Perfekt. So, da unten ist noch Granatenmunition. Nehmen wir mit. Ja. Wie viel passt denn rein? Alles. Gut. So, legen wir das Farbband ab und die Modisk werden wir auch bald verlieren. Das heißt, wir werden genug Platz haben. Sehr schön. Let's go. Let's do this shit. Lass uns das letzte Passcode-Dingesbums finden. Und dann werden wir sicherlich gegen den Boss kämpfen, hundertprozentig. Das Spiel nähert sich langsam dem Ende, würde ich jetzt mal behaupten. Das ist ja scheiße, damit zu schießen. Achtung, Explosionsgefahr. Treibstoff nicht schütteln. Kein Treibstoff, okay. Treibstoffkapsel, yo. Ich hab da was gehört. Mistvieh! Kopfschuss? Nein. Okay, das war's anscheinend. Moment. Treibstoff müssen wir jetzt reinfüllen. Wo war denn so ein Kanister? Oh Gott. Das war's mit der Schrotflintmunition. Wo kommen wir denn jetzt hier hin, Mann?
Selbstzerstörungsmechanismus? Er ist gewaltig. Okay. Hier müssen wir dann, wenn wir alles selbst zerstören möchten. Der Hauptaufzug hat keine Stromzufuhr. Starten? Ja. Systeminitialisierung gescheitert. Anscheinend ist zum Starten eine Art Treibstoff erforderlich. Ach, okay, ich weiß was. Sag mal, kommen die Mistviecher auch zurück als Crimson? Ah, das ist eine super Form. Ich hoffe nicht. Okay. Wir brauchen Treibstoff. Wie viel gibt's denn von denen? Oder ist es der eine, der mich verfolgt, vom anderen Raum noch? Scheiße. Geht's hier raus? Ich hoffe es. Gut, folgendes. Wir müssen jetzt... nicht den Benzinkanister holen, sondern wir müssen... das ist Quatsch, ich dachte erstmal Benzinkanister. Wir müssen... dorthin, wo das... wo wir das Gefäß gesehen haben. Wo war das denn? Das war hier drüben, genau. Und noch ein Messer in den Kopf. Komm schon, langsam reicht's aber, oder? Der lebt noch. Gut. Langsam gehen mir die Messer aus, mein Guter. Und ich möchte keine Munition an dir verschwenden. So, das war doch irgendwo... hier war das. Da habe ich mich noch gewundert und gedacht, hä? Hier war ich noch nicht? Ba-ba-ba-ba. Ja, hier muss es sein. Jo, lass mal mitnehmen. Nein? Ja, jetzt die Kapsel einsetzen, okay. Sie haben folgendes Treibstoffkapsel. Okay, durch Rennen könnte eine tödliche Explosion ausgelöst werden. Oh Gott, das heißt ganz langsam gehen. Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Ist das dein Scheiß Ernst, Mann? Ah, oh, wir werden so aus in die Luft fliegen. Kacke. Vor allem habe ich jetzt die neue moderne Steuerung und da rennt sie ja schon los, wenn wir nur ein bisschen gehen. Ach du Scheiße. Da steht aber könnte, muss nicht, ne? Wir gehen einfach ganz langsam, wir gehen ganz langsam und werden diesen Typen jetzt hier erledigen. Der kommt zurück als Crimson. Nicht rennen, nicht rennen. Hoppel, hoppel, ich weiß genau, wo ihr hinguckt gerade. So, wie lange haben wir schon? Wir sind schon bei 25 Minuten. Die Folgen sind aber auch spannend, Mann. Na, plus die Katze rauslassen, das muss ja auch noch rausgeschnitten werden. So. Haben wir nur ein Problem, das Ding. Wenn es mich irgendwie angreift, kann es auch sein, dass es explodiert. Ich kann natürlich hier jetzt speichern. Aber vielleicht ist es auch nicht notwendig. Wobbel, wobbel, wobbel. Holt euch immer ein Sport-BH, wenn ihr auf so einen Einsatz geht. Ja. Wäre, glaube ich, angenehmer. Zum Glück habe ich die Räume geklärt, ne? Zum Glück habe ich die Räume erstmal geklärt. So. Einer ist hier aber noch irgendwo unterwegs. Einer ist hier noch irgendwo unterwegs. Ich hoffe, das war's mit den Mistviechern. Oh man. Hier müssen wir jetzt einfach nur einmal rum.
Ich bin gerannt wie ein Irrer. Doch, 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 doch. Ja, eine Art Treibstoff. Hier ist es doch. Ja, hier ist es doch. Die Klappe. Wo kommt das denn rein? Mann, ich dachte, das kommt da rein, ey. Was soll denn der Mist? Oh, da muss das in den Fahrstuhl rein, oder was? Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Holly.